Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exosakti, Axe Survival Involved, hier mitten aus der Paleontology. Ja, und mit dabei noch jemand am TS hier und gleich auch irgendwann mal auf diesem Server, der freundliche Herr aus der Hölle, der Lucifer. Hallo Luzi. Mahlzeit. Mahlzeit, wie geht's dir so? Gut. Gut geht's Ihnen, das ist doch mal schön, dass es dem freundlichen Herrn aus der Hölle gut geht. So, ich brauche Definition. Hier, rote Farbe. Ich wollte das hier alles anmalen. Das ist die falsche. Regio 5, genau. Dyen war mal auch das Item von innen. Ja, oh. Rotlicht. Ja, Rotlicht, Müll und Jö. Man nannte es auch das Milieu. So, dann machen wir auch die Tür von innen hier. Dann machen wir mal, genau. Das müsste dann auch Regio 5 sein. Nee, ist es nicht. Regio 6 ist es auch nicht, daher ist es Regio 1. Okay, auch das haben wir von der Seite bemalt. Jetzt müssen wir mal gucken von der Tür. Das ist die Seite mit diesen Streben oben. Das ist auch gleich die richtige Ansicht. Dyen war auch diesmal. Sehr schön. Wow, das wird ein richtig kuscheliger Zimmer, Luzi. Machen wir das hier. So. Jetzt brauche ich wieder rote Farbe, sonst verschwindet, glaube ich, der Pinsel. Wo haben wir rote Farbe? Da haben wir es. So, Pinsel ist aufgefüllt. Die Scheiße. Hier müssen wir wieder Rego 5 haben. Ja, haben wir. Und zack, gib ihn 1. Ja. So, hier das gleiche Spiel. Oh. So, jetzt wird es wieder rausfinden. Jetzt muss ich sehen, welche Farbe das ist. Das ist die Innenseite. Gucken wir mal, ob es auch hier Regio 5 ist. Nein, natürlich nicht. Regio 6 ist es auch nicht. Es ist Regio 1. Okay, den haben wir. Hier ist es dann auch wieder Regio 1. So. Und hier ist es dann eine ganz andere Regio. Hier muss ich mal gucken, welche das ist. Das ist... War das 5? 6? 6 war es. So. Und jetzt haben wir hier ein Liebeszimmer. So schön in Rot. Hm? Das Dach? Ja, keine Ahnung. Können wir theoretischerweise aufwärmen. Ist jetzt die richtige. Ich hoffe mal, ja. Ja. Obwohl, da sieht man es dann da durchschimmern, wa? Da sieht man das dann durchschimmern. Das ist ein bisschen blöd. Obwohl, so schlimm ist es nicht. Da war das mal. Ja. Welche Nummer waren das hier gewesen? Das hat mir der nicht gemerkt. War das 6? Nee. War das 1? Oder 5? Nee, das war 1. So. Dann merken wir uns einfach mal die Regio 1. Brauchen wir wieder rote Farbe. So, Regio 1 und die. Haben wir eingefärbt, ja? So, das haben wir, das haben wir. Gut, das sieht doch schick aus. Mensch. Ein rotes Schlafzimmer. Ein Traum in Rot, ja? Da kommt sozusagen die weibliche Note von Maya Müller durch. Ja, Luzi bepisst sich bald vor Lachen. Er kann sich bald nicht mehr zurückhalten. Hier fehlt noch eine Tür drin, sehe ich gerade. So, jetzt könnten wir theoretischerweise die Zimmer hier vielleicht auch noch ein bisschen farblich gestalten. Die Säulen zum Beispiel. Wir können die ja in so einem freundlichen Gelb gestalten oder so. Müssen wir mal gucken. Was haben wir da? Das ist die Taste 7. Freundliches Gelb. Ach du Schande. 1. Bei 1 sehe ich nicht. Doch, das ist nur eine Seite oder was? Ach du Schande. Hier kann ich ja richtig viel Farbe reinklotzen. Oh, das ist dramatisch. Was ist das für eine Seite? Gar keine? Ach, das ist die oben. Und 6? Was ist 6?
Keine Ahnung, was ist 6? Ach, die Seite. Das heißt, 1, 2, 3, 4 und das wäre die oben. Kann ich dann oben überhaupt gucken? Naja, wenn ich springe, sehe ich es ein bisschen. Ja, der Luzi, der hat Freude gerade. Also, 1, 2, 3, 4. Ja, das sieht man gut. Das sieht schön aus. Gut, das kann man so nehmen. Dann kommt das hier auch. 1, 2, 3 und 4. Diese haben wir jetzt auch angemalt. Jetzt haben wir schon fast so Minecraft-Skill-mäßig. Jetzt lebe ich mich hier so aus, sozusagen, so rein optisch. Ja? 1, 2, 3. Und vor allen Dingen, diese Farben haben so ein bisschen Karibik-Flair. Ich werde das gleich noch mit ein bisschen Grün mischen, also die oberen Teile. Und dann kommt Luzi und sagt ja, hier in diesem Gebäude fehlt ein Wohnaccessoire. Und zwar, das fängt dann mit B an und hört mit Ong auf. Mal, Luzi? Keine Ahnung, was du meinst. Keine Ahnung, was ich meine. Mann, Luzi, das Ding nennt sich Bong. Also wirklich, also. Dass du das nie weißt. Ich Was als ist das? Nichtraucher, komm. Ich weiß doch gar nicht, was das ist. Du weißt nicht, was das ist. Das ist so ein Glasbehälter. Da kommt, ja, jetzt muss ich echt mal überlegen. Jetzt will ich nicht irgendwelche Scheiße erzählen. Also ist so ein Glasbehälter. Oh, ich muss ja grüner auffüllen, sehe ich gerade. Also ist so ein Glasbehälter und da ist unten so ein Behälter und da kommt da Wasser rein und so weiter. Und dann kann man dann rauchen. Warum sollte ich das jetzt wissen, wie das funktioniert? Dachte, es ist Allgemeinbildung. Bringen die heute doch überall, im Fernsehen, in den Nachrichten, überall. Gibt's doch überall hier auch in Berlin die Läden. Du hast doch die Läden in Berlin gesehen, also wirklich. Ich habe nichts gesehen. Du hast nichts gesehen in Berlin. Da Ich wird der bin Zeit, dass blind. du wieder nach Berlin kommst. Dann zeigt Bin dir die blind. Läden, ja. So, da haben wir grün, da haben wir gelb. Also ein bisschen freundliche Farbe hier drin. Und jetzt müssen wir mal kicken, dass wir hier den Boden vielleicht umfärben. Hier könnten wir so einen dunklen Boden machen oder machen wir da. Oder wir machen einen etwas helleren, freundlichen Boden oder Farben. Ich bin echt noch am Überlegen, wie ich das hier gestalte. Hier draußen der Zaun. Kann man den Zaun auch anmalen? Cool, den Zaun kann man anmalen, Luzi. Man kann auch die Spikes anmalen. Ja, da am besten da mit roter Farbe, dann weiß man, was Sache ist. Jetzt muss ich erstmal gucken, welche Regio das hier ist. Gar keine Regio. Ich kann zwar das irgendwie anwählen, aber der zeigt mir da keine Farbe an bei den Zäunen. Bestimmt, weil es ein gemoddetes Item ist. Aber der zeigt da mir keine Farbe an. Ich guck mal bei den anderen Zäunen. Aber ich glaube. Nee, das sieht schlecht aus. Nee, da geht nichts. Gut. Also, Zäune haben sich schon mal disqualifiziert. Zum Bemalen zumindest, ne? Gut, das könnte ich theoretischerweise den Boden machen oder Dings. Ich muss erst mal gucken, wie viele Farben ich überhaupt noch habe. Ich habe jede Menge Blau, ich habe jede Menge Rot noch. Schwarz habe ich noch ein bisschen was. Weiß hätte ich noch. Ihr könnt natürlich auch einen weißen Boden machen. Wie sieht denn das aus? Weiß wäre der Pinsel Nummer 4. Gucke mal. Aha, okay. Scrollen wir mal raus. Scrollen das mal hier so hoch. Regio 1. Boah, das macht echt keinen Unterschied. Das ist ein Witz. Wie sieht's mit Lila aus? Also Lila fällt auf. Ich glaube, wenn ich jetzt einen lila Boden mache, dann flippt Luzi aus. Wie Du sieht's denn musst da mit. drin hausieren, nicht ich? Naja, aber du kommst ja irgendwann mal zu Maya Müller zu Besuch, hä? Ja, aber wie gesagt, ich schlafe auf dem pinken Lila, nicht? Das ist ja, du musst ja weiter ertragen. Ich bin dann irgendwann mal weg. Muss dir Ne? gefallen mit mir.
Rot wäre auch möglich. Oh Mann, das ist echt schwierig, die Entscheidung. Ich glaube, da bemale ich noch nicht so großartig. Es ist immer so nach und nach. Gut, dann wollen wir mal die Farben hier wegdroppen. Und dann wollen wir uns um mal das nächste Projekt kümmern, weil wir haben ja hier jetzt so einige Mods hier drauf. Und der Luzi wollte ja da mit der einen oder anderen schon so herauspreschen in der letzten Folge. Und das machen wir jetzt gleich dann selber. Ich wollte nicht spoilern. Nee, der Luzi wollte nicht spoilern. Der mag das. Das ist Mist. Was ist denn los, Luzi? Ich probiere gerade die Camping-Mod aus und da ist ein neues Update gekommen und ich habe gedacht, ah ja, das wird jetzt funktionieren, aber Pfeifendeckel, Funktioniert immer noch nicht. weil der hat noch einen schönen Ofen gebastelt. Ja. Derjenige, und das sieht richtig so altertümlich aus, wo du noch die Tür aufmachen musst und eine Holz reinlegen musst. Okay. Also so ein Ofen, also richtig alt und so. Und das sieht halt schnieger aus, aber das Ja. funktioniert leider nicht. Das ist schade. Mann. Gut, also wir haben jede Menge Mods drauf. Und zwar wirklich jede Menge Mods. Und einer dieser Mods, den werde ich mir jetzt sozusagen etwas Zeit widmen. Und zwar, ich wollte immer hier sozusagen Taming-System haben gerne und die von Arc ja eigentlich auch, das etwas weniger invasiv ist. Also sprich, normalerweise Taming geht ja so, sucht ihr einen Dino, betäubt den wie blöde und stopft den mit Essen voll. So ist eigentlich sozusagen das Taming. Und ich möchte jetzt gerne mal die Mod ausprobieren, die leider einen etwas unglücklichen Namen hat. Die nennt sich nämlich Baby Dino. Ist jetzt gerade hier in der Version 0.3. Das heißt also, die sind aktuell auch fleißig. Gestern war sie auf 0.2. Das heißt also, wenn das Video hier up ist, dann kann das schon wieder 0 Punkte, keine Ahnung sein. Und mit diesem Mod-Tool, also ihr lädt das wieder alles sehr nachträglich. So, ist das so, dass man damit Baby-Dinos machen kann. Wobei mich das da sozusagen dabei ein bisschen im Magen räumt, weil Dinosaurier sind keine Säugetiere, da gibt es keine Babys. Ja, das sind Hatchlinge oder Breedlings, aber keine oder Brütlinge halt, aber keine Babys. Nein. So, und jedenfalls ist es dann so, dass ich dadurch, also hier insgesamt auf den Server auf der Lage ist, Dinosaurier eben minimalinvasiver anzugehen. Und das machen wir jetzt mal. Das heißt, ich muss erstmal in meine Hütte reingehen, weil es hier draußen regnet. Dann gucken wir uns die Engramme an, weil ich weiß jetzt nicht genau, wie das geht. Schauen wir uns mal die Engramme an. Ich habe ja jetzt jede Menge Engrammpunkte. Und ich war mir auch nicht immer so sicher, was ich skillen soll. Und einiges ist anscheinend hier auch rausresettet, wie man das sieht. Ja? Weil sich hier halt einiges verschoben hatte. Ja? Und das muss ich mal schauen, wo das überhaupt ist. Was ich dafür brauche. Meine Qualitätssicherung sagt gerade, es ist ziemlich weit unten. Muss ich mal gucken. Aha, hier sind sie. Da, guckt mal. Da kann man die gut sehen. Oh, was da alles ist. Spoiler. So, also, ich möchte mir jetzt gerne einen Skorpion machen. Das sind die Pulmer, die sowieso. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir die haben. Ne? Pulma sowieso. Ankylo, Argentis, Bronto, Camo, Dillo, Dodo, Para, Petirinara, Deptodes. Skorpionnest nennt sich das hier dann einfach. Das lernen wir jetzt. So, haben wir gelernt. Dann closen wir mal und gehen dazu jetzt in die Craft Tables. Und schauen mal, was wir dafür brauchen. Wir brauchen dafür heute. Wir brauchen dafür Fiber und wir brauchen dafür Thatch. Theoretischerweise sollte ich das alles haben. 65 Fiber und 40 Thatch, die habe ich oben oder vielleicht habe ich die unten hier auch drinne.
Saddles, Weapons. Fiber und Setch habe ich gesagt, wa? Fiber? Das hier habe ich. Und dann brauche ich, Hide habe ich gesagt. Dann gehen wir auf die Craftables. Warum meckert da jetzt? Craftable. Setch 40. Ich glaube, ich habe irgendwie keinen Setch rausgeholt. Fiber, Fiber, Fiber. Ich habe jede Menge Fiber rausgeholt. Ich habe hier keinen Setch drin, das sehe ich gerade. Ah, hier, doch, hier habe ich Setch. 40 Setch brauchte ich, glaube ich, wenn ich richtig bin. Schauen wir mal nach. Craft Tables, da haben wir's. Und da haben wir die Setche. So, bevor ich den jetzt aber baue, es kommt der böse Cliffhanger, machen wir mal hier mal einen Aufnahmestopp und wir sehen uns dann morgen wieder und dann bauen wir das Ding und werden das Ding sogar anwenden. In dem Sinne, euch alle, ciao, ciao, bye, bye und Cheerio. Tschüss.